Mustang. Das könnte machbar sein. Das ist recht gut im Handling. Man kann ihn glauben. So gut Ladefahrer brauchbar. Das habe ich auch nicht erwartet, dass er so gut ist. Boah, der X7 ist ja richtig aufgemotzt. Da muss ich ja Glück haben, den hinter mir zu halten. Aber auf jeden Fall ist die Vorwärts doch recht gut im Handling. Kann man sehr gut betrachten. Könnte eigentlich auch mit dem zweiten Gang die Kurve fahren. So viele PS wie die Stingray, aber hier war es wirklich eigentlich ein Auto zu haben, das einigermaßen gut im Handling ist. Die Vorwärts scheint das zu sein. Das ist schon mal ein Gewinn. Ich weiß in dem Handling hat's da nicht.
nicht auf die Raden, wie ich das vermutet habe, sondern wirklich im Handling-Teil. Okay, jetzt wird die Autorechnung doch dann recht hoch. Aber egal. So, noch eine Kurve. Ich will mal nicht gut fahren. Wie immer. Aber dafür mit einem Lied. Und dann sind es 3,7 Sekunden gewesen. Nicht schlecht. Erster Platz, Trophäe, kein Auto, okay. 3000 Reparatur, ja leck mich doch fett. Aber okay, jetzt bin ich hier. Erster. Bis hier mal, schauen wir, was für Gegner das hier mal auch so mitfahren. Stingray LKP 30, M2 SW20. Das ist zu etwa meine Leistungsklasse. Jetzt sind es schon 5. Also Chancen auf den Sieg habe ich, so wie es aussieht. Auch wenn die Gegner im Handling besser zu sein scheinen. Was mich nicht wundert. Nein! Ich habe Rennreifen drauf, das muss ich natürlich nicht unbedingt gleich von denen absetzen. Gut, liegt natürlich auch daran, die sind sehr, sehr schnell. Die sind sehr, sehr schnell. Ich habe den Mercedes also wohl richtig hochgezüchtet. Lächerlich. Der hätte auch noch aggressiv. Ja toll, jetzt hat er mich gekickt.
lächerlich schnell. Das ist doch unglaublich. Extremst defensiv waren, um ihn aufzuhalten. War sicher nicht im Plan und so. Der Kerl ist so schnell. Hat der etwas den Motor gewechselt oder was? Ich weiß doch nicht, GT90 Motor oder Plumpback kommt. Effektiv ist jetzt, wenn er in der letzten Gruppe noch vorbei fahren würde. So richtig Arschloch, Victor. Nö. Nicht mit mir. Nicht mit mir, mein Freund. I am the wall. Mit seinem Fuß. Halt auch die Trump-Ball sein, ist egal. Für den Sieg hat es gereicht, aber nur sehr, sehr knapp. Der Kerl ist so schnell. Normal. Aber zum Glück habe ich gute Reifen drauf. Im Preda 20B gewonnen, nicht schlecht. 11.510, auch sehr gut. Was haben wir noch? Versuchen wir. Camaro, RX-7, Skyline, RX-7, MR2. Ah, verdammt. War nicht gut. Hier und der Pferden, das sind bei weitem nicht genug. Die anderen haben nur so um die 500 oder sogar 600, wenn ich richtig sehe. Ich weiß zwar gar nicht, ob man zum Beispiel beim CLK
P30 überhaupt so viele PS erreichen kann, aber auf jeden Fall. Am Bett zusammenkratzen, damit ich ein richtig gutes Auto leiten kann. Damit ich nicht mehr so zerlegen bin. Motorleitungstechnisch her. Doch wieder jetzt 10 Sekunden allein auf der Geraden aufgeholt. Finde ich nicht ganz gut. Zum Glück habe ich den rechten Sattel. Sektion. Ja. Kein Grund. Lied sie mir nicht. Ah, schon wieder. Und total rad. Ich krieg wohl kein Geld mehr. Verdammt! Also Erik 7 hat auch einen Fehler gemacht, also... ...2,3 Sekunden. Eine Sekunde aufgerückt. So wie es aussieht, hole ich alles im ersten Vektor raus. Die ganze Zeit. Im zweiten Bit verliere ich die ganze Zeit wieder. Ich krieg die Kurve nicht. Ich krieg sie einfach nicht. Easy, 2,4 Sekunden. Also im Grunde genommen war das kein schlechter Sektor. Aber ich verliere all diesen Sektor wieder, weil ich so... Kurve ab. Also die Fuck, komm ist. Natürlich alles wieder. Ich muss hier verteidigen.
Alter. Das war ein Kamikaze-Angriff. Aber gut. Gewonnen ist gewonnen.